Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir sind an der Schwertküste in Aborea angekommen, wo wir uns Crow entgegenstellen wollen, der angeblich die Waffe besitzen soll, mit der wir den Kraken besiegen können. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Wo? Ich habe noch keinen Turm gesehen. Ich konnte mich noch nicht umsehen. Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich, aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Mal sehen, was sie uns zu erzählen haben. Na, da bin ich ja gespannt. Na dann, ach, der Turm da oben. Na gut, dann machen wir uns da mal möglichst schnell hin, aber als erstes hole ich mir die Kiste. Zack. Und hier fängt es gleich an zu regnen. Das habe ich im Gefühl. Vielleicht, weil es schon ziemlich stark gewittert. So, jetzt muss ich bloß einen Aufgang zu diesem Turm finden. Hier vielleicht, wahrscheinlich. Und natürlich wieder jede verdammte Pflanze einstecken. Ah, hier geht's, glaube ich, zu dem Turm. Na, da bin ich ja jetzt gespannt, wer da oben wartet. Wo ist denn dein Papa schon wieder? Also, was heißt schon wieder? Das ist das erste Mal, dass er dabei ist, aber kaum ist er dabei, bleibt er schon zurück. Das ist ein Vollidiot. Halt! Abu Sheku! Seit wann kämpfen stinkende Piraten zusammen mit Molukken? Das Einzige, was hier stinken wird, ist deine Leiche, Stahlbart. Kadaobi! Was hat er gesagt? Nur wirst du das nicht mehr erleben, Kleiner. Kapuseku? Kapuseku Bambule. Was sagt er? Vorsicht, alter Mann. Wenn du dich mit uns anlegst, legst du dich auch mit Captain Crow an. Das trifft sich gut. Genau deshalb sind wir hier, ihr Landratten. Genug gequatscht. Mach mir sie fertig. Kadaobi! Patty, was? Er hat gesagt, zuerst töten wir den Idioten, der unsere Sprache nicht spricht. Angriff! Wie alle mich ignorieren hier. Na, das kann ich aber nicht so angehen. So, komm mal her, Freundchen. Jetzt zeige ich euch mal, wie man hier ordentlich kämpft. Okay, wir sind in der Unterzahl. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Stahlbart wird da gerade ziemlich fertig gemacht. Ich muss einen der Jäger schnell ausnehmen. Einen dieser Eingeborenen, die hier scheinbar auf Crows Seite sind. So, dann helfen wir mal unserem guten Captain hier. Indem wir die Piraten ordentlich fertig machen. Der hat mich gekontert, der Gute. Hier, eine Pistole in den Rücken. Wow. So viel dazu, ich brauche nicht klingenfest, ne? Schusskugelsicher heißt das. So, Freundchen. Ja, von zwei Seiten hat er nicht viele Chancen. Wenn Stahlbart mitmachen würde, meine ich, dann hätte er nicht viele Chancen. Zack, zack und zack. Oh, Patty hat einen fertig gemacht. Ja, dann mache ich den hier fertig. Perfekt. So wird's gemacht. Einmal Sand. Ah, schön, da könnten wir theoretisch... Und Säbel schön. Eine gemeinsame Sache. Na gut, wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Sehen wir uns doch mal um. Ja, schauen wir mal, was wir hier so finden. Patty hat immerhin einen erledigt. So, dann schaue ich jetzt erstmal... Falsche Taste, immer die falsche. Schaue ich jetzt erstmal, die Pistole ist wahrscheinlich nicht besser, oder? Ja, gut. Sie macht weniger Schaden, sie gibt aber mehr Pistole. Deswegen nehme ich die. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der große Vorteil ist, oder es klingt jetzt nicht so, als würde es sich lohnen, der große Vorteil von dem Ding ist halt, dass wir dann auch öfter treffen, weil es halt einen höheren unser Pistolenwert höher ist, ne? So, ganz logisch gesehen. Dann haben wir nämlich jetzt Pistole 30. So, und dann haben wir auch einen Säbel gefunden und der 30 bis 40 Hiebwaffen plus 10 ist geiler auf jeden Fall. Nehmen wir ab jetzt den Säbel, da haben wir jetzt auch endlich einen Säbel. Passt schon viel besser zum Pirat. So, Patty, was stößt du denn hier so abseits? Wir sind gerade angekommen und stecken schon bis zum Hals in der Scheiße. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. War es jemals anders? Nein. Und jetzt bin ich auch noch mit dir und meinem Vater unterwegs. Ach, das kann ja noch heiter werden. So, und jetzt sehe ich mir mal den Turm an. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Was ist mit dir, Stahlbart? Du stehst hier so rum. Hier am Turm werden wir unser Lager aufschlagen. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Riech mal. Pesta Takarigua rum.
Ich wette, den hat der alte Buß noch höchstpersönlich gebrannt. Und? Was sagt ihr das? Ist doch klar. Die sitzen hier am Ende der Welt und besaufen sich. Kein Wunder, dass wir sie überrumpeln konnten. Ja, gut, ja. Wie gesagt, überrumpeln kann man das wohl schlecht nennen. Das kann man wohl kaum überrumpeln nennen. Ach nein. Und warum waren die nur zu viert? Glaub mir, die haben sich in die Hosen gemacht, als sie mich gesehen haben. Na klar. Wären sie vorbereitet gewesen, hätte dort ein Dutzend Männer gestanden. Mindestens. Natürlich, natürlich. Ja, bekomme ich auch ein bisschen rum? Bekomme ich auch einen? Du? Warum? Das Fass ist sowieso schon fast leer. Natürlich. Nein, einer muss nüchtern bleiben. Oder willst du so enden wie die armen Schweine da vorne? Ja, eben. Gut, die Frage ist eigentlich dämlich. Warum sollte Stahlbart nüchtern bleiben? Ja gut, sind wir mal. Wir sind ja Teil seiner Crew, was der Captain sagt. Das ist nun mal Gesetz, von daher... Also gut, du trinkst, ich kümmere mich um alles andere. Hab gleich gesehen, dass meine Patty sich da einen schlauen Burschen ausgesucht hat. Weiter so. Du hast eine große Zukunft vor dir. Sonst noch was? Deswegen habe ich eine große Zukunft vor mir, ist ja auch geil. Wie machen wir weiter? Crow hat sich Hilfe bei ein paar Wilden geholt. Das heißt aber nicht, dass er den ganzen Stamm kontrolliert. Wir müssen herausfinden, wie viel Einfluss er schon auf die Wilden hat. Was ist mit dem Protektor? Vielleicht könnten die uns helfen gegen Crow. Wie ich die kenne, haben sie sich in Puerto Isabella verschanzt. Eine Sache macht mich ein bisschen stutzig. Wo ist Crows Schiff? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Entweder die Inquisition hat's versenkt oder Crow hat's versteckt. Die Inquisition könnte es theoretisch versenkt haben. Vielleicht haben die auch mal was hingekriegt. Vielleicht hat es die Inquisition versenkt. Könnte sein. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wenn die Inquisition Crows Schiff gekapert hat, liegt es vielleicht in Puerto Isabella vor Anker. Naja. Warum sollten die das Schiff? Naja, gut, warum nicht? Ist immerhin ein gutes Schiff wahrscheinlich, ne? Aber was interessiert dich so an dem Kahn? Ich verstehe dein Interesse an dem Kahn nicht. Stell dir vor, Crow hat die Titanenharpune an Bord seines Schiffes versteckt. Dann wäre sie jetzt in den Händen der Inquisition. Nicht unbedingt. Ein Pirat wie Crow versteht es, einen Schatz so zu verstecken, dass keiner ihn findet. Okay, das sind ja alles schöne Geschichten, aber was tun wir jetzt wirklich? Du hast nun die Wahl, aber bedenke, dass es dein weiteres Geschick stark beeinflussen wird. Entweder wir sehen nach, was Crow bei den Eingeborenen anstellt, oder wir suchen sein Schiff bei der Inquisition. Tja, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Was könnten wir denn bei der Inquisition finden? Ich meine, im Endeffekt bin ich immer noch ein Geheimagent der Inquisition, wenn man es so nimmt, ne? Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Natürlich. Und die Inquisition wird uns gegen Crow helfen, oder wie? Na gut, die wollen Piraten jagen, also warum nicht, ne? Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen sie nur davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen. Ein gut ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Ja, und warum gehst du nicht einfach Schusswaffen lernen? Nun gut, aber was wäre denn bei den Eingeborenen so? Was erwartet uns bei den Eingeborenen? Es gibt ein Dorf im Westen, soweit ich mich erinnere. Aber ich schätze, so weit braucht man nicht zu gehen, um auf sie zu treffen. Wahrscheinlich sitzen die irgendwo im Dschungel. Ja, wahrscheinlich. Und der Dschungel ist gefährlich, wie wir wissen. Und wenn wir im Dschungel auf sie treffen? Tja, wir versuchen es auf die alte Art. Abwarten und beobachten. Wenn sie reden wollen, gut. Und wenn sie uns angreifen, dann kämpfen wir. Es würde mich beruhigen, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Wer hat schon gerne einen Feind, der dich verfluchen kann? Huh.
Crow hat es irgendwie geschafft, sich mit ihnen zu verbünden. Wenn du herausfindest, wie, kannst du vielleicht auch ihre Freundschaft gewinnen. Und wer weiß, am Ende machen sie aus dir noch einen Voodoo-Hexer. Ein Voodoo-Hexer? Naja gut, ich würde mich aber ganz gerne erstmal in dem Turm umsehen und dieses scheiß Gewitter hier mal, das geht mir auf den Sack. Ja, es sieht wieder besser aus. Perfekt, so, da haben wir Grog. Nice, ein Kerzenleuchter. Ja, wie gesagt, wir können uns jetzt entscheiden, entweder wir gehen zu den Eingeborenen oder wir gehen zur Inquisition. Aber ich sag's mal so, es ist erstmal noch relativ egal, was wir jetzt machen, denn das hat jetzt noch keine große Auswirkung. Also ich sag mal, ich denke, ihr seht, was passieren wird. Wir werden uns später natürlich entscheiden, mit wem wir gegen Crow kämpfen wollen. Und das dürft natürlich auch wieder mal ihr entscheiden. Allerdings ist es erstmal vollkommen egal, wo wir zuerst hingehen. Und deswegen würde ich dahin gehen, wo ich denke, dass es am sinnvollsten ist, einfach hinzugehen. Und ich denke, am sinnvollsten ist jetzt erstmal zur Inquisition zu gehen, weil wir, wie gesagt, immer noch, ja, ein Inquisitions-, ja, Späher sind. Und von daher würde ich sagen, Stahlbart, lass uns erstmal zur Inquisition gehen. Und falls er recht hat, vielleicht finden wir die Harpuner wirklich auf dem Schiff. Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Los geht's. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Auf nach Puerto Isabella. Hier entlang. Also ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, man könnte es auch so machen, man geht einmal mit ihm nach Puerto Isabella, kommt dann zu diesem Turm zurück und geht mit ihm dann nochmal zum eingeborenen Dorf. Das ginge, glaube ich, theoretisch. Fände ich aber ein bisschen seltsam. Wir werden jetzt einfach nach Puerto Isabella gehen und den Rest später machen. Und ja, wie gesagt, also ihr werdet schon sehen, ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt. So, da vorne sehe ich auf jeden Fall schon mal Affen. Mehrere Affen. Ich habe einen verdammten Säbel, Freunde. Da, da, da. Jetzt greif schon an. Danke. Zack. Perfekt. Dann nehmen wir die Würgeranke noch mit und den Affen noch aus. Bleib hinter mir. Ja, ja. Ich bleib hinter dir. Alter, was machst du? Komm mal wieder zur Ruhe. Alter, Junge. So komme nicht an. Das sage ich dir gleich. So, mal ein bisschen beeilen hier, ein bisschen hinterher. Oh. Kraut. Da. Guck dir die Scheiße an. Da geht's schon los. Was ist los? Ah, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Die sind verdammt hartnäckig. Ach, komm schon. Ein paar Feuervögel werden wir schon irgendwie schaffen. Wir kennen sie zwar nicht, aber... Ach, komm schon. Die schaffen wir. Ah, wir kommen eh nicht drum herum. Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten. Klar? Klar. Los geht's. Das kriege ich schon hin. Los geht's. Angriff auf die Feuervögel. Achtung. Oh, ich hab gar nicht getroffen. Oh, Moment. Ich muss vielleicht trotzdem anfangen zu blocken. So, mit der Pistole, wie gesagt, müssten wir eigentlich ein bisschen öfter treffen, meine ich. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, um ehrlich zu sein. Da, du blöder Feuervogel. Lass Patty in Ruhe. Und zack. Oh, Stahlbart hat einen erledigt. Na gut, das war der, den ich schon ziemlich angeschwächt hatte, ne? Es ist noch nicht ganz so schön. Patty hatte ihn erledigt, bevor ich ihn mit der Pistole erledigen konnte. Wie blöd. Ja gut, jetzt ist ja nur noch einer da. Jetzt geh mir doch mal nicht so auf den Sack, du blödes Mistvieh. Komm. Jawohl. So, einmal bitte Geflügel. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Proviant. Aber es wird noch schwer. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber das Schöne ist, durch die neue Rüstung kriegen wir jetzt natürlich auch lange nicht mehr so viel Schaden. Das heißt, das mit dem Proviant wird sich auch so langsam aber sicher relativieren. So, Stahlbart, ich komme ja schon. Bah, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Ja, ich kann auch verstehen, warum. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier. Ja, ja, weiter geht's. Ab über die Brücke. Und dann schauen wir mal, was uns dahinter erwartet. Oh, erstmal was. Los, komm schon. Entschuldigt, da waren ein paar kurze Nieser. Oh, ich sehe da schon wieder Warzenschweine. Naja gut, aber wenn wir zu dritt sind... Da, drüben im Westen. Sollte das gehen. Siehst du das? Den Weg sollten wir meiden. Da sind mit Sicherheit schon die ersten Vorposten der Inquisition. Wir bleiben besser auf Kurs und gehen an der Küste entlang. Komm schnell, wir gehen weiter.
Ja, ja, okay, ich komme ja schon. Okay, wir gehen den Warzenschweinen scheinbar erstmal aus dem Weg, aber gut, das kann mir auch nur recht sein. Dann schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Mein guter Stahlbart. Was denn jetzt schon wieder, Alter? So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Hülle da drüben. Aber die würde ich nur ungern durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Oh. Und ich hasse Ratten. Oh Gott, wie schlimm. Komm, ab durch die Höhle. Stell dich nicht so an, wir gehen durch die Höhle. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Wegen ein paar Aber Ratten. Aber wie du willst, folge mir. Ja, ja. Komm, wegen ein paar Ratten, ich mach die auch für dich fertig, wenn du möchtest. Da habe ich kein Problem mit. Oh, da wächst ein Pilz. Ein Pilz für mich, ein Pilz für mich. Oh, jetzt wird's... Manchmal, es wird hier... Ich finde diesen Übergang der Dunkelheit irgendwie seltsam. So hell, dann auf einmal ganz plötzlich ganz dunkel und dann wieder hell. Also so heller auf jeden Fall. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Alter, hier sind nur ein paar Ratten. Hörst du das? Ich fürchte, hier gibt's noch viel Schlimmeres als Ratten. Was denn? Wollen wir nicht doch besser der Küste folgen? Ich höre nichts, mein Freund. Komm schon, wir gehen weiter. Na gut, aber ich fürchte, wir werden es bereuen. Ach was. Du hast mich dabei, was soll passieren? Hier, ich mach doch hier die Ratten fertig und dann ist alles in Ordnung. Nehm den Pilz da noch mit. Und den Pilz. Um meinen Proviant mal wieder so langsam aufzufüllen. Stahlbart, wo bist du? Hier wurde ein bisschen was gerissen. Oh, da vorne. Achtung, da kommt was. Und zack. Da kommt schon her, ihr blöden Mistviecher. Gut gemacht, Patty. Warte, das kann ich auch. Bam. Und ich treffe sogar. Mensch, das ist so geil. Wenn man dann irgendwann mal trifft mit der Scheißpistole, dann ist es gleich viel geiler. Jetzt komm schon, triff doch einfach mal. Danke. Und zack. Und... Ach, komm schon her. Geh mir nicht so auf den Sack. Danke. Ja, ja, mach ich doch. So, was kriegen wir? Ach, Krallen. Ja, gut, wir haben leider bisher ja bloß die Knochensäge. Wir müssen uns mal die anderen Sachen dann noch irgendwann holen. Um mehr Sachen von den Viechern abzunehmen. Auch mehr von euch. Oh. Wenn beide auf mich gehen, ist das halt schon ein bisschen nervig, ne? Es ist hier gerade echt eng, weil alle hier aufeinander einkloppen irgendwie. Das macht das Ganze echt ein bisschen nervig. Komm schon, stirb doch einfach. Danke. Es ist halt ein bisschen unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen gerade. Deswegen war es ein bisschen schwer zu kämpfen. So, siehst du, hat doch alles geklappt. Verdammt, ich hab's doch gewusst. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir zur Westseite der Stadt. Wir müssen aber über die große Brücke da hinten. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob Crows Schiff im Hafen vor Anker liegt. Ja, wir können doch trotzdem weitergehen, oder? Oder doch lieber zur Küste, Von der Küste aus könnten wir natürlich sehen, ob Crows Schiff im Hafen liegt, ne? Ach komm. Egal, wir gehen weiter. Nein. Oh, oder auch nicht. Meine Visage erkennen die Protektoren auf 100 Fuß Entfernung. Sie werden mich einbuchten, wenn sie mich erwischen. Also gehst du besser alleine, wenn du unbedingt hier entlang gehen willst. Nein, okay, dann gehen wir wieder zurück zur Küste. Dann lass uns doch lieber wieder zurückgehen und der Küste folgen. Gute Idee. Schnell weg hier. Hey, ja, gute Idee, aber ich habe da gerade noch eine Truhe gesehen gehabt. Und die kann ich auch knacken und das würde ich gern noch machen. Bevor ich weiterziehe. Zack. Mit unserem hübschen Dietrich. Das Schöne ist, die Dietriche können nicht mehr abbrechen. Ah, da über diese Brücke will Stahlbart. Na gut, dann gehen wir halt durch die Höhle wieder zurück. Haben wir mit Stahlbart hier ein bisschen die Höhle aufgeräumt. Ist ja auch nicht so schlimm. Da geht's scheinbar auch noch lang. Die Höhle scheint noch ein bisschen größer zu sein. Naja gut, werden wir uns später drum kümmern. Jetzt wollen wir ja erstmal überhaupt nach Puerto Isabella, so wie scheinbar die Stadt heißt. Die letzte war Puerto Sacarico, wahrscheinlich von Zucker irgendwie, ne? Und Puerto Isabella klingt dann so, als wenn es da irgendwelche guten Frauen gäbe, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich mal gespannt. Was denn jetzt schon wieder? So, da sind wir wieder. Raus aus dem stinkenden Loch. Nichts für ungut. War ein Versuch wert. Ja, ja. Aber jetzt gehen Süden. Auf geht's.
Los geht's, meine Fresse. Laber nicht so viel, lass uns einfach gehen. Da kommt ein Affe. Den werden wir ja wohl fertig mal gemacht kriegen. Und zack. Ah, die sind ein bisschen zu schnell für die starken Angriffe. Da müssen wir einfach drauf kloppen. Beziehungsweise warten, bis er den macht wieder und dann drauf kloppen. Zack. Blub. Und da ist eine Makibeere. Die ein ganzer Proviant ist. Genauso viel wie ein ganzes verdammtes gebratenes Stück Fleisch. Was ich immer noch sehr seltsam finde, um ehrlich zu sein. Aber okay. So, und da kommen wir jetzt auch zu der Brücke, die Stahlbart erwähnt hatte. Siehst du? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Na dann los. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen übertrieben, wie es für jeden 5 Meter hier so einen komischen eigenen Quest gibt, oder? Das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, finde ich. Aber so kann man natürlich sagen, wir haben ganz viele Quests in diesem Spiel. Es gibt tausende Quests in diesem Spiel, ja. Wenn jede 5 Meter Bewegung als Quest schon zählt, ne? Dann ist das natürlich nicht allzu schwer. So, Alter, wir machen jetzt auch inzwischen ganz gut Schaden, oder? Zumindest an den Krallenaffen. Die Hiebwaffen sind halt schon ein bisschen geiler, finde ich persönlich, als die Stichwaffen, um ehrlich zu sein. Oh nein, nicht schon wieder. Feuervögel! Bäm! Zack! Und zack! So, kurz blocken und fertig. Schwuppdupp! Oh, da kommt noch einer. Alter, wie er ihn wegtritt. Das scheint gegen die ganz effektiv zu sein, hä? Ja, ziemlich. Die kann man ja ewig weit wegtreten, die Viecher. Bäm, wie wir ihn einfach alle umhauen hier. Er hat überhaupt keine Chance, der Arme. Hier, Alter, jetzt lass mich doch mal schießen. Alter, könnt ihr mir das Vieh mal bitte vom Hals halten? Danke, dass ihr so viel getan habt. Das ist ein bisschen was das finde ich halt ein bisschen nervig. Wenn die einmal in so einer Attack-Kombination drin sind, dann ziehen die auch durch. Ich meine, gut, ich hätte rollen können, aber da hatte ich jetzt irgendwie keine Lust zu. So, da wären wir jetzt auch an der Brücke. Verdammt! Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crows Schiff. Ha! Sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also, geh in die Stadt und versuche sie zu überreden, uns zu helfen. Gut, wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Ich gehe zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumpfässchen. Ja, ja. Bis später. Bis später. Er geht zurück ins Lager. Zu seinem Rumpfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Ich finde es irgendwie übrigens ein bisschen interessant, wie Stahlbart meint, dich erkennt keiner. Ich meine, in Wirklichkeit sind wir ein ehemaliger Hauptmann der Inquisition, ne? Also es ist nicht mal unbedingt unwahrscheinlich, dass uns vielleicht doch der ein oder andere Inquisitionssoldat erkennt. Aber, naja, gut, wahrscheinlich kennen die auch nicht jeden. Wobei, den Typen mit der Augenklappe, den sollten sie ja vielleicht kennen. Ich dachte, irgendwas kommt gerade, weil sich die Musik geändert hat. Und da haben wir scheinbar Puerto Isabella. Aber ich würde sagen, wie wir uns da umsehen und mal herausfinden, was nun eigentlich mit Crows Schiff ist, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin. Ciao.